Hallo, in diesem zweiten Video zum Strahlungshaushalt der Erde geht es darum, was mit der Wärmestrahlung in der Atmosphäre passiert und wie dadurch der natürliche Treibhauseffekt entsteht. Fassen wir noch einmal zusammen, was das Ergebnis des Videos Nummer 1 war. Die Sonne ist sehr heiß, emittiert sehr viel Wärmestrahlung und das vor allem in den Bereichen Infrarot, sichtbares Licht und UV. Die Erde dagegen ist nur warm, emittiert daher sehr viel weniger Wärmestrahlung und nur im Bereich des Infrarot. Wenn wir uns das etwas genauer anschauen, dann sehen wir an dieser Grafik, die wir aus dem ersten Video kennen, dass die maximale Ausstrahlung der Sonne im Bereich des sichtbaren Lichts liegt, angedeutet hier durch diese gelbe Wellenlinie. Es gibt UV, angedeutet durch diese kurzwelligere violette Linie. Und es gibt Infrarot, angedeutet durch diese langwelligeren roten Linien. Die Schwäche der Linien soll andeuten, dass in den langwelligeren Bereich hin die Strahlung schwächer wird. Allerdings sind diese Wellen natürlich nur sehr grob symbolisch zu verstehen, denn natürlich müssten hier unterschiedliche Wellenlinien vorhanden sein. Bei der Erde ist es so, dass sie nach oben hin Infrarot abstrahlt und insgesamt sehr viel weniger, als das die Sonne tut. Wir nennen diese Strahlung, die von der Sonne zur Erde kommt, die sogenannte solare Einstrahlung. Sol, lateinisch die Sonne. Ganz stark vereinfacht können wir sie in diesem Zusammenhang als hauptsächlich kurzwellig ansehen. Was die Erde ausstrahlt, nennen wir terrestrische Ausstrahlung. Terra, lateinisch die Erde. Wiederum stark vereinfacht können wir sagen, sie ist langwellig im Verhältnis zu der kurzwelligeren solaren Einstrahlung. Schauen wir uns an, was mit dieser solaren Einstrahlung in der Atmosphäre passiert. Die Menge der Sonnenstrahlen, die Energie, die im Mittel von der Sonne bei der Erde ankommt, zumindest an der Oberkante der Atmosphäre, nennen wir die Solarkonstante. Sie verändert sich im Lauf des Jahres, weil die Erde unterschiedlich weit von der Sonne weg ist, aber der Mittelwert beträgt 1367 Watt pro Quadratmeter. Das kommt also an der Oberfläche, an der Oberseite der Atmosphäre an. Das ist die Gesamtheit, die wir hier als 100 Einheiten oder 100% ansehen. Davon wird ein Teil direkt reflektiert, etwa 5% an der Oberseite der Atmosphäre, etwa 20% im globalen Mittel an der Oberseite von Wolken und etwa 5% an der Erdoberfläche. Also wird etwa 30% der ganzen Sonnenstrahlung gleich wieder reflektiert. Man nennt das die sogenannte globale Albedo. Die Albedo ist die Eigenschaft eines Körpers, Strahlung zu reflektieren. Etwa ein Drittel der Sonneneinstrahlung wird also direkt wieder in den Weltraum reflektiert. Ungefähr 20% der solaren Einstrahlung werden von der Atmosphäre und von den Wolken absorbiert. Das heißt, die Energie dieser Strahlung wird von den Gasen aufgenommen und erwärmt diese Gase. Bleibt also etwa die Hälfte, 50 Einheiten der Sonneneinstrahlung, die von der Erdoberfläche absorbiert werden und die damit die Erdoberfläche erwärmen. Um jetzt zu verstehen, was in der Atmosphäre mit diesen Gasen passiert, müssen wir uns anschauen, wie durchlässig die Atmosphärengase für verschiedene Wellenlängen der Strahlung sind. Wenn wir uns diese Situation hier anschauen, dann ist uns völlig klar, dass unterschiedliche Materialien unterschiedlich durchlässig für Strahlung sind. Es ist uns klar, dass die Fensterscheiben das sichtbare Licht durchlassen, dass das Material der Fensterrahmen oder der Wand dies aber nicht tut. Wir sind also eigentlich mit dem Konzept vertraut, dass dieselbe Wellenlänge von unterschiedlichen Materialien unterschiedlich behandelt wird sozusagen. Das Glas ist für sichtbares Licht durchsichtig, Mauerwerk ist es nicht. Gleichsam ist es uns klar, dass dasselbe Material sich unterschiedlich verhält bei verschiedenen Wellenlängen. Wiederum lässt das Glas das sichtbare Licht durch. Die Wärmestrahlung, die aber von draußen nach drinnen will oder umgekehrt, geht bei weitem nicht so stark durch das Glas hindurch. Genauso ist es bei den Gasen der Atmosphäre. Sie sind gegenüber verschiedenen Wellenlängen unterschiedlich durchsichtig oder durchlässig. Schauen wir uns das am Beispiel des Kohlendioxids an. Wir haben hier in dieser Abbildung auf der X-Achse wieder die verschiedenen Wellenlängen. UV, sichtbares Licht, Infrarot. Auf der Y-Achse ist das sogenannte Absorptionsvermögen aufgetragen.
Das heißt, die Fähigkeit, diese bestimmte Wellenlänge zu absorbieren, diese Strahlung aufzunehmen, sie aus dem Spektrum herauszufiltern. 100% bedeutet, dass eine Wellenlänge komplett absorbiert wird. 0% heißt, sie wird überhaupt nicht absorbiert. Wir sehen, dass das Kohlendioxid, zum Beispiel UV-Strahlung, überhaupt nicht absorbiert. Sie gelangt ungestört vom Kohlendioxid zur Erde. Sichtbares Licht wird ebenfalls nicht absorbiert. Im Bereich des Infrarots sieht es anders aus. In manchen Wellenlängenbereichen des Infrarots wird ebenfalls nicht absorbiert, in anderen hingegen schon. Hier herrscht so eine gewisse Grundabsorption, das heißt, das Infrarot wird etwas geschwächt und in diesen drei Banden wird das Infrarot komplett absorbiert. Das heißt, diese Wellenlängen werden vom Kohlendioxid aus dem Strahlenspektrum herausgefiltert. Ähnlich sieht es beim Wasserdampf aus. Er lässt UV und sichtbares Licht fast komplett durch, aber im Bereich des Infrarots absorbiert er jede Menge. Das heißt, der Wasserdampf lässt nur sehr wenige Wellenlängenbereiche überhaupt durch. Schauen wir uns Sauerstoff und Ozon an, da sieht die Situation wieder ganz anders aus. Diese beiden Gase filtern fast das komplette UV aus dem Sonnenspektrum heraus, einen Teil des sichtbaren Lichts ebenfalls, aber nicht viel, und fast kein Infrarot, außer hier eine Bande im mittleren Infrarot, die sehr stark absorbiert wird. Diese Situation hier links kennen wir als die Schutzwirkung der Atmosphäre, nämlich die Ozonschicht, die, wie wir wissen, fast das komplette UV-Spektrum aus der Strahlung herausfiltert und uns so vor dieser UV-Strahlung schützt. Im Gesamtbild sieht es so aus, dass also alle relevanten Gase hier gemeinsam aufgetragen sind und damit sich dieses Gesamtbild ergibt. UV kommt praktisch nicht auf der Erdoberfläche an, es wird vom Sauerstoff und vom Ozon fast ganz herausgefiltert. Sichtbares Licht wird fast komplett durchgelassen, aber im Bereich des Infrarots werden fast alle Wellenlängenbereiche stark absorbiert, lediglich einige Banden hier werden durchgelassen. Das gleiche gilt natürlich für die Infrarotstrahlung, die von der Erde nach draußen dringt. Auch sie wird von diesen verschiedenen Gasen der Atmosphäre sehr stark absorbiert. An einigen Bereichen wird sie durchgelassen und dementsprechend bleibt jede Menge Infrarotstrahlung in den Atmosphärengasen, weil sie absorbiert wird. Was das bedeutet, können wir uns klar machen, wenn wir zunächst ein Gedankenexperiment machen und uns vorstellen, die Erde hätte keine Atmosphäre. Die einfallende Sonnenstrahlung würde die Oberfläche der Erde erwärmen und diese würde wiederum Infrarotstrahlung abgeben. Diese Infrarotstrahlung würde aber ungefiltert und ungebremst in den Weltraum entweichen. Das Ergebnis wäre, dass die Erdoberfläche eine Temperatur von etwa minus 18 Grad Celsius hätte. Es wäre also überall sehr kalt, es gäbe kein flüssiges Wasser, sehr wahrscheinlich hätte sich kein Leben auf der Erde entwickelt. Ganz anders die reale Situation mit Atmosphäre. Die Sonneneinstrahlung, die sogenannte solare Einstrahlung, erwärmt den Erdboden. Die Erde strahlt Infrarot ab, die sogenannte terrestrische Ausstrahlung, die aber zu einem sehr großen Teil von der Atmosphäre absorbiert wird. Diese erwärmte Atmosphäre strahlt ihrerseits Infrarot zurück in alle Richtungen, einerseits nach oben in den Weltraum, andererseits aber auch wieder Richtung Erdboden, sodass also diese sogenannte atmosphärische Gegenstrahlung wiederum den Erdboden erwärmen kann, der wiederum Infrarot in die Atmosphäre abstrahlt, das wiederum zum Teil absorbiert wird und zu dieser Gegenstrahlung führt. Wir nennen also diese Rückstrahlung aus der Atmosphäre die sogenannte atmosphärische Gegenstrahlung. Schauen wir uns diese Situation noch etwas genauer an. Wir haben also eine Erde, die Infrarotstrahlung in die Atmosphäre abgibt. Die Atmosphäre absorbiert sie zu einem Großteil. Diese Wärme in der Atmosphäre sorgt dafür, dass die Atmosphäre wieder Infrarotstrahlung zur Erde zurückstrahlt. Wir nennen das terrestrische Ausstrahlung und das atmosphärische Gegenstrahlung. Beides zusammen ergibt den sogenannten natürlichen Treibhauseffekt. Er sorgt dafür, dass die mittlere Oberflächentemperatur der Erde bei etwa 15 Grad liegt. Das heißt, dass die Erde warm genug ist, dass flüssiges Wasser vorhanden ist
und somit überhaupt die Situation gegeben war, dass sich Leben, wie wir es kennen, entwickeln konnte. Der natürliche Treibhauseffekt ist also absolut lebenswichtig für alles, was auf der Erde existiert. Ohne ihn wäre die Erde ein Eisplanet, auf dem es sehr wahrscheinlich kein Leben gäbe. Fassen wir das also nochmal zusammen. Die Atmosphäre absorbiert durch verschiedene Gase, die unterschiedlich stark in verschiedenen Wellenlängenbereichen absorbieren, einen Großteil der terrestrischen Ausstrahlung. Nur ein geringer Teil gelangt in den Weltraum. Und diese Absorption von Infrarotstrahlung zusammen mit der sogenannten atmosphärischen Gegenstrahlung erzeugt den natürlichen Treibhauseffekt, der für eine Oberflächentemperatur auf der Erde sorgt, die diesen Planeten als geeignet für Leben erscheinen ließ.